Harte Spoiler. So, sagst du jetzt die Wahrheit, bevor sie stirbt, oder? Tja. Hat die den umgebracht, oder wie? Sie hat ihn angesteckt. Hm. Und sie ist tot. So, neben ihr Bett. Ist der safe? Da. Nicht im Schrank? Da. Da. Und jetzt kriegst du Geld. 200. Genau. Und wo ist das Empire Hotel? Haben die mich jetzt aufgehört zu suchen? Weiß ich nicht. Also du hast keine Nachricht gekriegt, aber ich würde sagen, das Empire Hotel, ich führe dich mal wieder. Jetzt kannst du erstmal rausgehen aus den Skyline Apartments. Die sind jetzt erstmal unwichtig für dich. Ja, ja, alles wackelt. Ja, natürlich, du bist gerade im Aufzug. Du kommst gerade im unteren Stockwerk. Alter, wie langsam fährt der? Das siehst du ja da oben. Ja. Die anderen sind echt viel schneller. Ich weiß auch nicht, was mit dem falsch ist. Jetzt kann es gehen. Crazy. Oh, mein Auge brennt. Den hast du schon getötet. Du musst gleich wieder kämpfen übrigens. Mhm. Ja, ist richtig. Rechts rein. Blood Purge, ist es gut? Jo. Oh, yeah. Gegen G. Ja. The fuck? Was denn? Wie die aussehen? Findest du sie hässlich? Ich finde sie creepy. Die ist auch voll gestört. Schnell vom Computer, schnell Abstand, ne? Alles klar. Oh, wow, 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 wow. Lass sie, Blood Purge. Gut gemacht. Weil die Axt langsam ist, im Gegensatz zum Messer. Aber du hast sie tot. Gut. Wie kann mache ich Blutheilung? Dort hier. Oder soll ich es lassen? Lass, du musst nicht mehr kämpfen. Aber trotzdem ist doch. Aber nach einer Zeit tust du dich von selbst auch heilen. Na gut. Ha. Gut, jetzt musst du vom Bett etwas aufheben. Messer hast du schon, das brauchst du. Du kannst nicht zahlen. Das musst du aufheben. Und jetzt kannst du die Quest beenden. Geh raus. Also die ist tot, du hast die Tapete gestrichen. Falsche Richtung. Tür kann offen bleiben. Ja, okay, ist auch nichts passiert. Nein. Jetzt gehst du nur zum... Ach nee, jetzt musst du gleich nochmal kämpfen. Und das ist ein ziemlich harter Bosskampf. Willst du ihn tun oder nicht? Muss ich? Du kannst ihn auch später machen. Ich will mich erst regenerieren. Du kannst ihn auch erst viel später machen. Okay, dann mach ich das. Die Quest haut ja nicht ab. Ja. Und ich weiß, der Bosskampf ist sehr hart, weil der Typ ist erstens super schnell und hat eine Shotgun. Okay. Und dann sind da noch Zombies, die dich angreifen. Okay, dann warte ich, bis ich regeneriert bin. Oder du wartest, bis du mehr erfahren bist. Wie gesagt, die Quest haut nicht ab. Also willst du als erstes was anderes machen? Mhm. Gut, dann schau mal.
Alles Grüne ist schon erledigt, oder? Nein, das ist, wenn sich was aktualisiert hat, was verändert. Ach so, und ich habe jetzt 5 Quests. Ja, aber die eine kannst du schon abgeben. Welche? Die da runter. Und wie mache ich das? Du gehst jetzt halt wieder zur Bar und sprichst mit diesem glatztypigen Kopf. Typ, glatztyp. Du weißt, was ich meine. Warte mal, welche Bar? Die Fetischbar? Nee, nicht die Fetisch. Das ist ein Club. Die Bar, wo du auch mit Nines gesprochen hast. Und der Glatztyp neben der Treppe, mit dem musst du jetzt reden. Weg. So, jetzt kannst du wieder gehen. Ich hab mir doch eine neue gegeben, oder? Mm-mm. So, willst du jetzt die Schleichquest machen oder willst du die Hauptquest machen? Die Schleichquest. Alles klar. Und dann schleichen. Da steht wieder etwas über dich. Mach ich jetzt die Quest? Ja. Okay. Das ist die Schleichquest. Und was muss ich in der Quest rausfinden? Du musst nur einen Koffer holen und dafür musst du jetzt sehr viel schleichen. Schleich. Jetzt, das sind Leute, die dürfen dich nicht sehen. Zu spät. Okay, und jetzt habe ich gespeichert, nein. Nein, jetzt musst du gegen sie kämpfen. Schaffe ich das? Oder du gehst raus. Und dann gehst du schleichend nochmal rein. Kann ich gegen die kämpfen? Also komme ich gegen die an oder eher nicht? Kommt drauf an, wie du dich anstellst. Aber wie soll ich an denen vorbeikommen, wenn die da gleich rechts stehen? Da gibt es lauter Lüftungsschächte und Leitern, an die kannst du dich dann. Es sei denn, du willst gegen die kämpfen, kannst du auch machen. Das sind ja Menschen, das heißt, du kannst auch im Kampf zwischendurch was trinken, wenn du Blut brauchst. Deine Entscheidung. Es ist, wie du das machen willst. Ich gebe dir nur Tipps. Warte, und wo sind jetzt diese Lüftungsschächte? Pass auf, halt dich fern von der Wand. Du siehst das ja oben links, wie nah jemand ist. Und dieser Balken, der zeigt dir, ob du gerade im Schatten oder im Licht bist. Ja, und wo ist jetzt dieses? Geh noch ein bisschen geradeaus. Und dann guck rechts. Geradeaus. Ich kann doch jetzt nicht geradeaus laufen. Doch, schon, die sehen dich nicht. Aber rechts sind die doch. Na, aber nicht links. Pass auf. Soll ich hier lieber lang, oder was? Ja. Und irgendwo links ist eine Leiter. Hab ich verkackt? Ja. Da ist die Leiter. Nicht laufen! Ach, ich kann da nicht hoch, doch ich kann da hoch. Du habe. Was machst du? Ich will da hoch. Du bist. Du läufst! Und wie komme ich da hoch? Schleichen! Okay. Seit Lüftungsschacht öffnen? Was machst du? Du bist gerade durch die Decke geglitscht. Warte, ich sehe. Schau nichts. Nach unten. Schau nach unten. Kletter langsam nach oben. Und rechts. Rechts. Unten. Na. Da ist doch der Lüftungsschacht, den musst du öffnen. Ja, das sah gerade so verpackt aus. Ja, weil du mit dem Kopf durch die Decke geglitscht bist. Da musst du jetzt halt hoch. Einfach nicht springen, einfach rüber. Nicht springen. Ah, Halleluja. Speichern. Ich hab's geschafft. Ja. Es ist fertig, jetzt kannst du weitermachen. Und gehen. Und wo ist der Koffer? Hä, aber. Ah, da okay. Hinten. Da musst du jetzt hinschleichen. Jetzt? Aber ich werde übel gesehen. Okay. Immer schön im Hintergrund halten. Du nimmst den Koffer, dann gehst du in die Ecke, okay? Welche Ecke in die? Ja. Jetzt geh in die Ecke und beobachte, was passiert. Normalerweise müssten die. Ja, jetzt kommt der hier. Der geht dann darüber und dann fangen die an, sich zu bekämpfen und du kannst unbemerkt einfach abhauen. Wohin? Dahin. Ja, du musst dann hier außen Richtung Exit immer den Schildern folgen. Und laufen oder schleichen? Laufen. Wenn du nicht rennst, bist du tot. Speicher nochmal schnell. Okay, mach dich bereit. Jetzt? Ja, sie fangen an zu schießen. Los! Freiheit! Cool! Trinkeln. Trinken und jubeln gleichzeitig. Wenn du auf dem Klo sitzt und trinkst. Trinken!
Hey, Wort für unser neuer, für unseren deutschen Duden. So, jetzt gehst du zu Fat Larry. Geradeaus und dann rechts. In die Gasse. Das muss ich bei Fat Larry machen. Du gibst ihm die Tasche, die du gerade geholt hast. Die Aktentasche. Spaß. Und kannst du aufhören, mit mir zu flirten? Immer wieder, du bist verheiratet, zum weiß Gott, wie vielsten Mal. Was gibt's alles zu Lady? Die Hauptquest. Mehr nicht? Jo. Okay. Also, wo muss ich hin? Zum Taxi schleichen. Und was ist meine Aufgabe? Was muss ich machen? Du musst ein Formular finden und dir was anschauen. Deswegen schleich jetzt. Wow. Schleich die Leiter hoch. Wow. Soll das eine Nachmache von der Titanic sein? Nein, das ist nicht die Titanic, das ist die Elizabeth Dane. Nachmache von der Titanic. Nein. So, zu dem Typen musst du jetzt gehen? Geh. Da warst du auch dabei, daran müsstest du mich erinnern. Nicht schleichen. Du hast gesagt, der blutet an der Lippe. Ja, so ein bisschen da. Und warum geht das alles von selbst? Da ist gerade was verbuggt, du musst jetzt gleich was drücken. Die 1. Okay, die 1. So, jetzt, das hat sich gerade fest. Fuck. Und jetzt hat 3. 3. Immer das Blaue. Was ist nochmal das Blaue? Das ist das Überreden. Blau ist Überreden, Rosa ist Verführen, Grün ist Bedrohen. Das ist verbuggt, ich sag's dir. Okay, schleichen. Der ist komplett verbuggt, der Charakter. Einfach runterspringen ins Boot. Genau, da runterspringen. Hey, und... Ah, da ist dein Ghoul. Was ist mit dem? Sprich mit ihr. Du kannst Geld von ihr abzapfen und Blut. Die ist dann bei dir zu Hause. Und du kannst scheiße zu ihr sein, sie liebt dich. Ich bin eine Frau. Ja, okay. Geht ja trotzdem. Nein, weil sie den Blut getrunken hat, ist sie total in dich verknallt. So, und geh rein ins Gebäude. An der Ulm vorbei. Ah, Schlaf. Schwein hat eine Feder. Ein Schaf kann nicht stehen. Shit. Ja, die sind alle beide behindert, nur der Ozelot kann stehen. Oh, der hässliche Mann. Wo muss ich hin? Red mit ihm. Hm. Und der ist nicht hässlich. Naja. Der Penner war schlimmer, oder? Die Oma. Ja, aber... Aha, goodbye. So, jetzt geht's zum Aufzug. Warum muss ich erst mit ihm reden? Weil er dir den Aufzug ruft. Wo ist der da oben? Oben, ja. Hinten rechts. Und jetzt kriegst du... Gehst auf PH. Penthouse. Mit E! Bald hätte ich wieder den Ding geschlagen, den Aufzug. Ja, aber da hießen zum Glück keine Waffen erlaubt. Du machst ja echt alles kaputt, wirklich. Hey, das ist Roger! Oho, Roger! Wahoo! Geh zum Putzen. Ich mach nur komische Wassergeräusche. Okay, ich bin ein klein wenig schräg, ich weiß. Hast du eine neue Wohnung gekriegt? I don't know.
Du warst scheiße zum Prinzen, jetzt kriegst du keine neue Wohnung. Richtig. Du musst zu ihnen schleimen. Aber ich dachte, ich war nett. Wann kriege ich die Wohnung? Jetzt hättest du sie gekriegt, aber du hast sie nicht gekriegt. Jetzt kriege ich sie gar nicht mehr. Ja. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Keine Ahnung, musst du rausfinden. Load Game. Reload, achso. Der letzte Speicherstand war im Santa Monica Pier. Geht klar. Kann sein, dass du nochmal das Boot machen musst. Ich glaube, jetzt hast du die neue Wohnung gekriegt. Das siehst du nicht dort. Geh ins Inventar. Und auf die Schlüssel. Den Schlüsselanhänger. Da, ja. Ja. Ach nee, du hast die neue Wohnung nicht gekriegt. Der mag dich einfach nicht. Ah, ich weiß auch, woran es liegt. Du bist ein Tremere. Du kriegst von jemand anderem eine Wohnung. Von einem anderen oder wann anders? Jemand anderen und wann anders. Gleichzeitig. Du bist zu viel zu früh. Sorry, ich habe vergessen, was für eine Art du bist. Bitch. Du kannst scheiße zu ihm sein, er ist nicht dein Prinz, genau. Du magst die Skyline? Ja. Boah, wie der lebt. Ja, der hat kein Schlafzimmer. Okay, das ist ein Büro. Aber er hat keine Bücher. Aber jetzt musst du erstmal dem Wahnsinn entgegentreten. Um der Atmosphäre gerecht zu werden, mache ich den Ton ein bisschen lauter. Sprich mit ihm. No. You should get out of here. This place is bad news. Hier. Nun, es ist jetzt deine Entscheidung, ob du die dort durchschleichen willst oder ob du alles dort zerhacken willst. Wieso? Was passiert? Geh rein und schau noch. Muss ich kämpfen? Ja. Du musst nicht kämpfen, du kannst kämpfen. Du kannst essen dort. Oh nein, gut. Du hast eine Textur festgehauen. Jetzt bin sogar ich aufgeregt. Echt? Bisschen. Oh, das ist noch eines der harmlosen Dinge. Wenn du dort schon Schwierigkeiten hast. Geh hin und drück F bei dir. WTF? Was geht bei dir schief? Und warum I und nein und ah? Der Boden ist cool. Mein Zuhause, willkommen. Messer hast du schon, jetzt geh durch die Türen und denk nach, schleichen oder laufen?